MINT und Vorlesen in Aktion. Heute Pflanzenwelt. Pflanzen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Umwelt. Sie erzeugen Sauerstoff, den Mensch und Tier zum Atmen brauchen. Ein guter Grund, sich mit ihnen und ihren Eigenschaften zu beschäftigen. Zur Einstimmung haben wir Ihnen Kinderbücher aus der Welt der Pflanzen mitgebracht. Und los geht's! Für unser Experiment benötigen wir ein Glas, Tinte und eine idealerweise weiße Blume. Alternativ zur Tinte kann auch Lebensmittelfarbe verwendet werden. Stechen oder schneiden Sie die Tintenpatrone auf. Die Kinder können nun die Farbe in das Glas geben, bis das Wasser eingefärbt ist. Anschließend wird die Blume in das Glas gestellt. Schauen wir, was passiert. Noch farbenfroher wird es, wenn Sie mehrere Gläser mit unterschiedlichen Farben nutzen. Für unser nächstes Experiment brauchen wir Gips, einen durchsichtigen Plastikbecher und getrocknete Bohnen. Rühren Sie gemeinsam mit den Kindern den Gips mit Wasser an, bis dieser zähflüssig ist. In den Gips werden die Bohnen hineingedrückt. Den Gips trocknen lassen. Das Experiment braucht bis zu 4 Tagen Zeit. Wenn Sie den Gips mit etwas Wasser befeuchten, geht es schneller. Solange Sie auf die Bohnenexplosion warten, können Sie mit den Kindern kleine Aktionen rund um das Thema Pflanzen starten, wie zum Beispiel das Ziehen von Setzlingen. Sie können das Experiment täglich abfotografieren und hinterher gemeinsam mit den Kindern vergleichen, was passiert ist. Unglaublich, wie stark diese Pflanzen sind. Mehr Ideen für Ihre nächste MINT-Vorlese- und Experimentierstunde haben wir Ihnen mit Unterstützung der Deutsche Telekom Stiftung unter www.netzwerkvorlesen.de/mint zusammengestellt. Viel Spaß beim Ausprobieren!